Und da sehe ich hier mit Hermann Friese, er ist aus Bolivien, aus der Kolonie Brechas. Wir schauen uns über WhatsApp. Dankeschön, Hermann, dass du hier bist. Er ist auf eine Versammlung gekommen mit seiner Frau und noch ein Freund mit auch seiner Frau. Und so hat ihm die hier gerippen. Weil wir uns ein bisschen nur erzählen lernen. Ja, das stimmt, dass du mich gerippen hast. Guten Tag, Reinhard. Also, Dankeschön für hier und so. Ich kann mit dir in Top sein. Hab wohl schön gegangen. So, und wir waren dort spontan endet hier. Ofenversammlung wir mit André Teufs. So, wir waren so ja hostlich auch nicht mal eine paar Leute kommen nach Philadelphia. Ja. So, das ganz erste Mal hier. Dankeschön für die Einladung, für die herzliche Aufnahme und so. Die hat wirklich schön. Schön. Ja. Sie. So, ich weiß nicht, wo bist du geboren? Von deinem Leben nu weiß ich sehr wenig, aber du musst das mal vertellen. Ja, korrekt. Also, ich sehe in der Kolonie, bei der Brechas abgewachsen, in der Swift-Kolonie, am Dorf Rosenheim, Kampo 111. Da sehe ich eine Schule gegangen. Und, aus Altkolonie. Aus Altkolonie, ja. Also, Futz besieht uns, du hast die Sommerfeller-Kolonie, aber wir sind in der Altkolonie abgewachsen, auch meine Eltern. Also, leben dort und so von dir auch noch. Und, du sehe ich dann eine Schule gegangen, habe da viel gut gelernt. Und ich sehe dann, als ich in der Schule war, dann dachte ich, gerade jung zu sein. Dann lehre ich meine Schulsachen weiter. So dachte ich, mein Paar würde nicht mehr das Recht haben, mit den Strophen wegen, wie die Grote. So dachte ich damals. Aber das wäre anders, dass ich fände, was für mich zu lernen, dass mein Führer streng wird. So sehe ich, bei meist krieg 18 Jahre ab und jung, großen Gewasser, was mir das Leben da in Ekeln irgendwie ein Ding von der Großen ruft. Wo gehen Sie dann an? Dann passiert dort, dass ich andere Freunde kriege, für die wir damals auch schaffen deuten. Und da fuhren alle bei Sommerfeld, nicht Jörg, also wo der Fuß an der Nürburgkolonie ist. Da lauten mich immer wieder an, was nicht mit der Hand. Mich interessiert dort, aber dort wird ja dann so, meine Eltern werden durch jeden, wenn dort wird ja ein anderer glauben. So, dort wird ja so, sie werden durch jeden, aber ich habe mir das gesagt. Sie kriegen Plitsch von Tüste gehen, von Tüste fahren, mit gefahren in Richard, so. Und dann passiert ein Tag, wo ich sage, juck, meine Richard gefahren wird, sage, dann drehen wir, dann sehen mein Vater, wir haben so ein Zwei, was dort, wie mit der Hand gefahren, dann sage ich, Papa, weißt du, was bei uns haft schon nicht im Glauben. Dann frage ich, hast du dem all? Dann sage ich, nee, aber ich will dem noch. Wenn ich wüsste, dass ich noch nicht bekehrt und ich brauche ein anderes Leben. So, du ging ich dann hin und sag dort mit der Gose ab hier und dort. Ich sehe, ab zwei nach mir sind die auch bloß tüst geblieben. Meine Eltern wollen hin, ich soll weich gehen, aber ich sehe dich. Ja. Und dann, jenke du aber doch, du bleibst tüst wehen, weil du die Bekehre deitst? Nee, ich fuhr du wehen mit nicht weich, aber Gose, ich kann mal weich gehen nicht. Nee. Aber ich fuhr mit nicht weich so gut, dass ich kann. Und meine Eltern fangen an nur zu looten und so. Ich sage mir jetzt ungefähr am Mai, was in das Jahr 2014 wäre, wo ich mit dem anfangen durfte. Und so sehe ich, Hahn war an meine Kirche gefahren, zur Bibelstunde und so, zur Jugendstunde. Was meine Eltern sehen, wenn die nicht waren, also wenn ich nicht war, mein Bruder kam auch langsam dann mit, aber am Anfang wie die ganze Jahre. Dann sehen meine Eltern, wenn wir nicht wurden, am Sonntag vormittag meine Kirche gefahren und so, wenn die Kopf so abrehen, absäumen. In der Kolonie, dann kommen wir wenigstens zu Jugend vor. Dort kommen wir dann über dem einmal auch. Und dann passiert dort so ein großer Treffen wird von der alten Gemeinde, der Agum Gemeinde aus Bolivien. Dort wird der Begehrte Pass, hast du vielleicht mal von dir gehört. Ja. So, und dort so werden so eine gute Botschaft, die mein Hort treffen dort. Und du komm ich zum Glauben, du bekehre ich mich. Und du lehre ich mir eine Botschaft fragen, Hermann, willst du dich nicht bekehren? Ich sage, jo. Ich will, ich will ganz, ganz heute teilen. Das Wort wird so gebrochen, ne? Ich habe mein Sollsäuer mit der Bibel, lese mir die Falschen für, wenn ein Sünder büßt wird, Jesus nimmt ihn an, der verjährt ihn. Dort kann ich dem Glauben füten, von dann an sehe ich ein Kind Gottes geworden, wo ich ein neues Leben habe. So sehen wir dann wieder und wieder in die Kirche gefahren, 2015, haben wir uns dann taufen lassen, mit meinem Bruder taubt dann all. Und meine Eltern, die kommen dann, korrekt das selbe Jahr im Oktober zum Glauben. Der fuhr auch nicht die Zeit an? Der fängt Messfuß an. Der ist jünd eigentlich. Ja. Mein Vater, das wird so, der kommt schon mal mit den Kolonie-Menschen. So. Also, okay. Dort dürfen sie nicht mitkommen, wirklich, wegen hauer immer fahren. Und dort wird je in der Ordnung von der Kolonie. So, und mein Vater will eigentlich immer was tragen. Und nur, ob aus das alles kommt, sehen wir, wir möchten hier ein Licht sein, wir möchten hier und so Zeugen von Jesus. Mhm. Und so, und dann im August fuhren meine Eltern um eine Ofenversammlung. Das selbe Jahr, ich bekehre mich im Juli, und so ich komme in August und mit
auf eine Versammlung Ende Oktober auf eine Familie in Freiheit, wo sie angeloten waren, wo wir als ganze Familie haben. Und dort kommen meine Eltern dann zum Glauben. Oh, Halleluja. Und da kam dann in 2015 auch in der Gemeinde bei, als ich meinen Bruder ans Taufen leiten. Mm. Ja. Okay, bueno. Und gut, du hast sie dann, ich überspringe ein bisschen mal, du hast sie dann irgendwann befreit. Mm-hmm. Wo tätst du dann wieder vor Arbeit? Also, ich schob ein Jahr in der Schule, und dann aber wieder nicht. Und dann sah ich irgendwie Gott gebet. Wo das Ding wählen für uns wieder, wie wir dann eine Freundschaftszeit, wo wir dann heute mehr und heute befreien. Und dann mit einmal kommen wir ein Samaris an aus einem Stern. Ich will nicht sagen, dass ein Stern wird, aber aus Bethesda. Und du hast hier ein Becher studiert, ab 10. August in Santa Cruz. Dort wurde ungelehrt von Deutschland, von der Giesbrech. Und du hast so, dort wird meine Antwort zu sein, und dann ich auch, weil dann alle bereit wird. Dann habe ich fahren befreien. Durch ein paar Monate geschoben und dann, als wir uns befreit haben, haben wir uns dann ja 5 Jahre geschoben, durch ein bisschen Stur. 5 Jahre? Ja, aber der Jahr im August. Okay. Nein, das ist immer der Jahr im August. Mhm. Ja. Als du bis 6. August lebst, als bekannt, auch an der Tötchen, als du an der Jähn auch wohnst, in der Church? Nein, durch ein bisschen in der Church, nicht in Santa Cruz, in der Jähn, wo wir uns immer nicht in die Hand fahren oder so. Mhm. Ich musste dann eben einmal wie. Das bei Landfahrer oder? Wir fuhren nur Breitschuss einmal, okay. Unser Sommerfeld schon tüchtig zu euch vor. Dort werden von uns Tüstern in Santa Cruz krank 50 Kilometer einweicht. Ja, und dort sind wir dann Werk für Werk und dann mehrere Monate Werk danach immer gefahren. Ja, und das ging schon. Ich habe seinen Status einmal verfolgt und er ist dann irgendwann in Argentinien gewesen und hat die Bibel verteilt. Wo kommt das dort her? Du dann da Bibel verteilst, wie aus einer Gruppe, da wo vertalen wir davon? So eine schöne Frage, interessiert mich. Du wirst ein Bruder aus anderen Gemeinden, die werden auch einmal in Argentinien gewesen. Und dann hat einmal fragen sie, ob sie frisch wollen fahren. Sie werden konkret vor gewisse Freundschaften besiegen. Und dann fragen sie, ob sie nicht mit wollen, ob sie nicht ernst wollen halten, vor einem plotischen Bibel verteilen. Sie haben, ich taxiere mal so, dass wir 700 Bibeln, plotische, Katechismus und andere Sachen haben sie heute gemerkt, um durch und zu fahren verdäuen. Dann rede ich bei uns in der Gemeinde davon, so, die Bruder sehen, ja, weil wir dort unterstützen. Und dann fährt wie mit einem fertig von, wie in der Feuer, und dann mit einem fertig, 240 Jahre, über die Grenze mit der Bibel, haben wir uns alle vorher heute gemerkt, die Leute haben uns ganz ohne Trubel über die Grenze mit der Bibel. Und dann fährt wir uns die Kolonie absiegen. Da wäre ein anderer Bruder, der durch und mit die Kolonie in West. Und die wissen, wo die werden. Und dann, und dann sind sie in der Anleitung, dann fuhren wir hier ran. Und dann fuhren wir das erste in der Pampa de los Guanacos, die Kolonie, die vielleicht so bis 700 Kilometer von der Grenze ist. So, und durch und so hat mich so gewundert, wo die Menschen dort gehen. Also, ich würde mal so sagen, die haben dort nicht so gut. Die sind so arm. So arm. So, das hat mich so sehr, sehr hart bewegt, dass das durch und so traurig ist. Erstens wird es sein, dass sie jährlich so arm werden und dass den Menschen Halt fehlt. Wirklich. Den Menschen fehlt der Halt, die schreien. Und die Frau, wann kommt die Ware? Nicht? Und dann, mit einmal selber bei einem Hof, dann bewahren wir dort an, dass hier und alles was anderes als, als alle anderen Heber. Wegen dem ersten Hof, wo wir am Hof schauen, nicht der zweite wird, der Mond, der wird so entweder wieder hinkommen. Ah, ja. Ja, aber mit einmal. Dann später wieder, hier ist ein anderer Hafen. Dann warten wir mit einmal an, soll ich schon mal bei uns taub in deine Bibel lesen? Und dann bereden wir uns, okay, wir kommen hin, und treffen die Jünger und wir wollen da hinkommen. So, da wird dann so sein, ihre Stufe oder so, und dann für uns sagt, wir wollen eine Predigt bringen, brauche ich entweder so eine Botschaft, Johannes 19, Vers 10. Wir sehen von den Menschen, dass die kommen, um zu segnen und zu raten, was verloren ist. So, und ich, sie werden so mutig, dass wir durch uns wie in Hand gekommen und in Hand ins Besuch. Ein paar andere eingeladen? Ja. Oh, ja. Ja, also wie in 2 paar Familien. Okay. Ja, haben wir durch um ein Weichlach vermehrt. Ja. Ein eher große Stuhl, wenn ich glaube ich sei. Und das die andere Bibel, wo ich einfach Hof zu Hof und versuche den Kontakt zu machen und die andere beide. Kreuz so wird. Also dann fuhren wir von Hof zu Hof, verschiedenste Städte, dann haben wir von allen Reaktionen belebt, nicht? Mhm. Also, Menschen, die ganz gegen uns werden, Menschen, die sehen, endlich habe ich eine plotische Bibel, wo ich so lange noch gesagt habe. Wegen Argentinien habe ich schon die Bücherstuhl. Schon. Ah, nein. Das ist schwierig, da will ich die Hand nicht rein. Die Regierung lädt das nicht so.
So, und dann ist für diese Kolonie da, dann fuhren wir nach anderen Kolonien. Der Name ist halt nicht ganz klar am Kopf, würde dort werden, aber wir werden wieder wach von dieser Kolonie. Und dann sind wir Argentinien so ganz, ganz durchgereist. Alle, ich denke mal so, das sind 5 Kolonien, alle Kolonien sind wir durch unsere durchgereist. Ganz auch was dorthin, was von uns zu 2500 Kilometer sind. Oh. Ja. Durch sind wir auch Darb für Darb. Dann räumen wir vor Nuba für Nuba und haben den Menschen durch unsere Plotitsche Bibel gegeben. Und Katechismus, was eine sieht Judisch und andere sieht Plotitsch haben. Mhm. Ja. Aber die wollen leider Plotitsche, die Bibel zum Beispiel. Ja, die werden Gott sein. Wir haben dann zum Beispiel einen Wahrer, den haben wir den Jef, den Tchenja. Man hat einmal ein kleiner Junge herumgerannt bei den anderen Nuba und sagt, wir sollen einmal betreten kommen. Okay, wir wissen ja nicht, was er will. Schmeutern sie uns so drehen und fertig nennen, wir sind ja aggressiv immer dort, wie der Uttoll. Aber das ist nicht schlimm. Ah. Das schauen wir, dass Menschen zwischen der gehen und Wut Gottes sein, nicht? Mhm. So, und wir freuen uns bloß, dass auch Menschen der dort sind, zum Glauben gekommen. Mhm. Ja. So, dort wird die erste Run. Wird auch vor. Ja. Ja. Wie bist du aber noch einmal vor? Ja, wir fuhren nun im Januar, fuhren wir Wara. War das das Zeltchen dann oder wen was fuhren die? Raubte die Jüdin oder wo wir da? Ja. Dort ist es schön. Also, der raubt den Angst. Und dort ging dann ganz konkret, zielbewusst, ganz hin in der Kolonie, in der Pampa-Kolonie, wo du und so dich bei Quattro Ace ist, wenn dort wer kennen dort. Da ist dort wieder das erste Mal, wo wir plötzlich schweben verdäulen dürfen. Man einmal selber auf einen Hof, dann kriegen dann so auf, komm, nein, wir wollen Mate trinken, wird toll. Und dann mögen sie Mate, weil wir wollen Dulsaaten spazieren. Und weißt du, was reinhalt? Wir können nicht im Dulsaaten spazieren. Wir haben durch so lange einfach in die Stunde an ihre Schmähen und bloß Mädchen dort, Evangelium, Mädchen dort, wehen. Diese Männer werden in zwei an ihr Hort. Zum Beispiel, einer von diesen Männern, sein Führer, der wird zum Glauben gekommen. Und der hat so viel belebt, was er dort belebt hat, weil sein Führer so eierreich behandelt wird. Und dass er möglich wird mit dem Leben, wo er bannt wird. Und dass er noch was anderes sagt. Und du entstehst einen Kontakt, wo wir uns ans Amtsein an die Fundnummer geben dort, dann sehen wir, weil wir uns morgen zu Uwe ist, bei die Zeug treffen. Nicht bei die Zeug treffen, weil wir uns treffen zum Zeug haben. Mhm. So, dann sehen wir, kommt eine Quadratsche, du wo wir sind in einem Hotel, du wo wir Gottesdienst merken. Was passiert? Die Zeug 5 Männer haben, ein Polier und ein Jugendjahr. Mhm. Hohe der Gottesdienst. Schau mal, euer Hohen zu sein, nicht? So up werden die Lüden, also die haben so einen jässlichen Hunger, nicht? So, und dann, nun haben wir dann diese Kontakte in der Früh, wann er will, die Ware kommen. So, nun fuhren wir durch und so dann Hahn, und dann haben wir durch eine Kolonie dann Zeug mit der Taub, und dann werden wir durch und so eine 7 Familie Taub. Ah, ja. Ja. Nun fehlt dort, durch und so ein Mann, ein Polier, wo wir ein Hort haben für Mission. Und wurden durch Handreichen in Argentinien arbeiten. Was ist los? Wir haben so viel Evangelium auf verschiedensten Städten, aber Argentinien ist ohne Evangelium. Mm. Das ist traurig. Mm. Das ist traurig. Wir brauchen Menschen, die durch Handreichen, die den Menschen läuft haben, und durch sie wollen Missionsarbeit tun. Das fehlt. Wurde die da besiegt, wo eine Stadt wohnt und dann der DARPA vorher immer? Hast du dich bei einer Stadt ja. Oder wurde die auch am DARPA wohnen können? Die kann nicht am DARPA wohnen, dort erlaubt die Kolonie niemals. Wo du würd vielleicht eine Möglichkeit sein, Ängste vom DARPA war, lohnt dich heute in dort wohnen. Und wenn dort nicht dann eine Stadt Gott hat, wo du nutzt, die du uns erst. Mhm. Mhm. Aber dort wurde ab 3, 4, 5 Städte sein, Mathe, ja? Jetzt ist jetzt ein, 2, 700 Kilometer und andere wie viel wieder. Ja, also du sind. Die Kolonien sind wie die neuen. Ich schätze, diese Guanacos-Kolonie, wenn ich zu Hause habe, dass Monteverde in Nordkolonie, eins zu sein, die Soldkolonie, da sind nicht so sehr wie die neuen, aber dort wird auch nicht einer betreuen, in der Bettkolonie. Mm. Und dann hast du uns eine Kolonie, San Luis. Das ist von Mexiko, gleich lange drei Jahre so angesiedelt. Da waren aber war er vor dir und haben für uns unser Opa, der haben nicht dem Raden, dem Glauben an Jesus Christus. Den haben wir nicht. Wenn das dort so erfragen, wollen wir von denen vertrauen. Wenn der das Frauen ist, dann wollten wir das nicht haben, nicht wahr? Ja, ja. So, und der Mensch, der braucht eine Bekehrung und eine wahre Geburt, wenn er in den Himmel kommt. Dort hat nichts das von der Hand. Weißt du ungefähr, wie viele Menschen da wohnen in Argentinien, Mennoniten in Argentinien? Mhm. Und, was redet man da? Ja, also. Ungefähr 15.000 sind das nicht. Nein. Der alle Kolonie ist taub, wenigstens. Was denn da?
Ook sojaakker of dat boomwol? Het weet dat Argentinië daar veel boomwol heeft. De meeste mensen niet in akkeren doen niet mol. Daar hebben ze alle schmeden. Voor wem? Voor de Bolivianen, voor de Argentinos doen ze in Argentinië. Also daar schmeden soja veel. Ergens wat buren. Ergens wat. Tien glados, also DHA und verschiedenste buren de soja grote schmeden zijn doen zo. Also dat is beweeglich, wat de handen kregen hebben. Zum Beispiel eine Kolonie, de Zoldkolonie, wat er zijn, onder zijn een Noordkolonie. Die zijn ze handen siedelen, hebben ze jedoch zo'n fijn het loont. Hebben stutst, je kunt fijn doen ze arten. Wat ze loont, een dollar raamarbeid, dan heb je zo veel Zold voor, dat je dich niet meer. Zeg, dort zijn er zo veel schmeden entstaan. Zijn we hier ook. Ach jo, oké. Ja, hier ook. Ah ja, dort is de soja. Oh, ja. Das ist die eine Kolonie, nicht? Mhm. Ja, dann ab Schmiedam gegangen. Dann ab Schmiedam gegangen. Und zum Beispiel eine ganz, ganz herrschte Kolonie, die haben schon ein Landmeier. Die Kolonie ist, der schnittlich wohnt zwei Jahre Meier aus dort, Familie ist ab einem Hof. Die Kolonie, die kauft nicht frisch Land zu tun. Dort bewegt die Menschen eine Kolonie Säuer. Das sind sich eine Leidenschaft, aber dort nicht einig. In der Stadt haben sie nicht Land im Acker, dann machen sie Hundarbeiter sein oder kriegt man Schmieden. Hm. Ja. Ja, der Not ist groß, alle erwähnt, wie in Bolivien bestimmt. Ja, auch gab verschiedene Stehen. Du hast dann das Geld mitgenommen, einmal nach Argentinien, Heimat, erscheint. Ja. Was willst du noch mit was einstrahlen, der Teutschetjahr sagen? Also, einmal das von Argentinien, was wir hier so viel verteilt haben, dort bewege ich mich, dort lege ich mich um Horten, wie wollten wir das Wort Bild wahrkommen? Und die Menschen brücken Evangelium. Die Menschen brücken die ratende Botschaft von Jesus Christus. So, dort lege ich mich immer auf dem Horten. Wer immer, also, ein Hortzel kriegen dafür, wem Gott dort auf dem Hort lag, er glaubt, der Jan, der soll sich nicht treten, sondern kirchen, beten, in Fähre weich gehen. Ich sage immer, wenn wir beten dürfen, dann müssen unsere Gebete auch hängen und Feucht kriegen. Mhm. Wir müssen anfangen, unterklappen und zu gehen. Dass die deren sich aufmerken. Wenn wir von einem Stuhl sitzen, merkt Jan, der sich nicht auf. So, wir müssen uns bewegen, wenn wir Gott seinen Arm in Bewegung bringen, wenn wir beten dürfen. Da glaube ich, das ist einmal eine sehr wichtige Sache. So in persönliche Gebetserhörungen habe ich eine verschiedenste. So. Zum Beispiel habe ich in letzter eine Freizeit, so, wo ich sehr große Gebetserhörungen belebt habe, wo ich muss sagen, nicht erwartet habe, wo 21 Jungschüler zum Glauben an Jesus Christus träumen. Das ist nicht weit auch von uns. Da hatten uns eingeladen eine Jungschulfreizeit. Und ich würde wieder in den Haaren Botschaften bringen und dann den letzten Tag belebe das, wo du so eine große Erwartung träumst an die Jungschar. Adlige mögen sich nie ab, adlige betierten sich Charakter. Und so. Das ist immer eine hortliche Gebetserhörung, was einer beleben wird. Und so auch sonst belebt einer, dass Gott uns immer wieder gnädig ist, uns versorgen wird. Wir haben eine gute, gesunde Familie, wo wir Gott so dankbar für sind. Wir haben zu essen, wir haben zu kleiden. Mm. Ja. Gut, Dankeschön, Hermann. Und ich hoffe, du nimmst hier von dieser Versammlung Botschaften hier was mit. Mm. Wir kommen so viel, du darfst auch predigen. Ja. Predigen. In 2019 war wir als Prediger in der Gemeinde gewählt. Okay. Ja. Oh, die muss man anlösen. Die haben die Tanne gelehrt. Gut, vielen Dank. Und ich wünsche dir Gottes Segen mit deiner Familie und für deine Arbeit. Dankeschön. Auch so sehr Dankeschön. Ich freue mich, das Interview hier gemerkt zu haben. Und ich will toll hören, wie einmal das Sitzen hier mitmerken. Auch beten. Wir haben für die Dienste beten. Und dort werden so einen Meier Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich freue mich, hier in Paraguay zu sein und hier in so dieser Versammlung mitbieten zu gehen. Das ist wirklich ein Segen. Wir haben all so eine gute Botschaft hier von André Teufs. Wirklich, das ist bewegend. Dankeschön. Ja, bitteschön.